Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Runde Ultimate General Civil War Halls Ferry Road, 14. September 1864. Es wird Zeit für einen Gegenangriff unserer westlichen Front, um die Kontrolle über den Mississippi wiederzuerlangen. Der Verlust von Vicksburg im Jahr 1863 spaltete die Konföderation in zwei Teile, indem Arkansas, Louisiana und Texas von unseren restlichen Staaten getrennt wurden. Wenn wir die Stadt zurückerobern, werden wir nicht nur unsere Ehre wiedererlangen, viel wichtiger ist, dass wir unsere Kommunikation mit der Trans-Mississippi-Abteilung wiederherstellen können. Dadurch erhalten wir Zugang zu wertvollen Ressourcen und Vorräten aus dem Westen, die uns bei unserem endgültigen Schlag gegen die Hauptstadt der Union helfen werden. Ein Teil unserer Streitkräfte wurde nach Norden gesandt, um für die Unionisten den Anschein zu erwecken, als würden wir bei Jackson und Graveyard Roads angreifen. Wir planen jedoch, Halls Ferry Road im Süden anzugreifen. Die Position wird gut verteidigt und uns blüht ein hartes und blutiges Unterfangen. Aber wenn wir durchbrechen und Halls Ferry Road sichern, dann ist der Text zu Ende. So, ja, wen schicken wir mal in den Tod? 38.000 Mann, 38.100, ziemlich gleich. Ah, die haben noch keine, nicht so viel, weil ich da noch so viele Plänkler-Einheiten habe. Ich habe noch ein paar tausend Mann übrig. Ich habe es extra mal ein bisschen auf Reserve gelegt. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Bei der großen Schlacht brauchen wir wieder alle Mann. Vierte Korps ist ein Witz. Du bist eine Resteflickerei. Aber na gut. Ich würde sagen, den Hauptangriff macht wieder der Heinrich. Lee kommt dann zur starken Verstärkung und wir haben nur 64 1000 Mann auf dem Feld. Ach so, das sind die feindlichen Einheiten. 32.000 Mann. Okay. 160 Kanonen. Was haben wir? Was haben wir? Sehe ich das noch nachträglich? 120. 116. Ja, die Konföderierten, die haben weniger Geld und weniger Ressourcen. Darum haben wir weniger Kanonen. Ach, versuchen wir es. General, die Halls Ferry Road wird geschützt durch die starke Silent Work auf der rechten Seite der Straße. Alter Schwede. Das ist ja eine richtige. Oh, wie nennt sich diese Form? Ah, ich hab's vergessen. Aber eine richtige schöne Verteidigung hier. Waldschützengräbe, hier ist was für Kanonen, sieht so aus. Ach, da kann man sich gut verstecken. Die müssen wir von allen Seiten ausradieren. Ach, das sieht da überall so gut verteidigt aus. Und durch den einen befestigten Hügel links. Ja, sicher. Und das sieht auch gut aus. Die Unionisten haben außerdem eine zweite kleinere. Was soll das heißen? Redoute? Redoute? Ich weiß es nicht. Redoute, würde ich sagen, errichtet. Das war was Französisches, glaube ich, oder? Nee. Um den Silent Work Unterstützung aus dem Westen zu bieten. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das ausspricht. Irgendwas mit Red. Ich habe die ganze Zeit diese komische Form der Verteidigung aus der Napoleon-Zeit im Kopf. Die auch so Spitzen hat. Dann geht es ein bisschen gerade. Spitzen irgendwie so zur Verteidigung, irgendwie so. Na egal. Sie werden zwei ihrer Korps befehlen, deren Verteidigung zu durchbrechen und die Straßen zu sichern. Das heißt, wir müssen hier auf den linken verteidigten Hügel durchbrechen. So, über die Brücke ist schon mal Kacke, dann kriegen wir von da auf die Nase. Ah, geradezu? Mann, oh Mann, da werden Menschen sterben. Unsere Pioniere inspizieren in der Nacht die beim Angriff der Union im Jahr 1863 ausgehobenen Gräben, die seitdem verlassen sind. Sie versichern uns, dass einige von ihnen
von ihren Männern benutzt werden können. Ja, toll. Um sich dem Feind zu nähern. Das heißt, wir müssen durch den Wald marschieren, dann ab in die Deckung, die uns nicht viel bringt. Oh, geht schon gleich los. Westliche, ja, das westliche Ding einnehmen. Alles einnehmen, alles einnehmen. Och, geht hier gleich richtig los. Da, geh mal vor. Oh, da knacken die Knochen, ey. Ja. Kanonen. Weit wie möglich ran, würde ich sagen. Heinrich. Munitionswagen. General Heinrich, bitte auch dahin. Wir gehen hier erstmal ins Gebäude. Ihr nähert euch nur ein bisschen. Ja, bleibt mal unterm Hügel. Du kannst ja mal vorgehen und Looky Looky machen in dem Wald. Vielleicht bist du ein bisschen getarnt, wo ich dann noch mehr Leute hinschicke. Und hier die Kanonen packen wir mal schön hier hin. Das dauert ja eh, bis die da sind. Na, die werden schon gesichtet. Da ist bemannt. Komm mal hier mit rüber. So. An die Mauer. An die Farm. Die Mauer. Geh mal kurz dahin. Und du gehst schon mal hier hin. Hey, du kannst wohl schneller laufen. Entschuldigung. So, Kanönchen mit Hühnchen. Da ein bisschen die Mitte aufbrechen. Da scheint es frei zu sein. Das heißt, wir brauchen Unterstützung. Genau, Kanonen weiter vor. Laufen. 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 Versucht die hier irgendwie wegzukriegen. Hier will ich noch nicht alle. Erst wenn wir den Hügel haben, kommt die rechte Flanke nach vorne. Vorher setze ich sie nicht nach vorne. Du musst noch näher ran. Deckung 60. Camper. Du musst noch ein bisschen. Du, Beatty, du musst auch noch ein bisschen. Da sind auch noch Kanonen. Ja, Camper, dann. Wenn es nicht klappt. Stück ran. Charge. Und immer so von der Seite schießen. So. Gleich hinterher. Damit wir hier diesen Typen von der Seite brechen können. So. Halt. Feuer hier. Weiter. Hier greift man von dem Gebäude an, dass wir da Unterstützung haben. Die laufen auch. Fantastisch. Das heißt, ich brauche jetzt hier Unterstützung. Männer, laufen. Kanonen können ja schon mal nachrücken. Ich setze mal gleich mal hier seitlich hin.
Komm, wir setzen die auch gleich hin, ja, komm. Bidi, Angriff. Und auf die da. Kanonen. Laufen weiter. Weiter. Hier sag ich mal halt. Nicht so schnell auf einmal. Immer so schön nach und nach. Oder hier erstmal hier hinstellen. So. Nur mal Pause, das wird ja gerade ein bisschen zu viel. So. Ich würde jetzt sagen, wir machen da ein bisschen Druck. Indem wir, du kannst erstmal dahin, so, schützen, dahin, und die Kanone kann ja schon mal in diese Richtung, das ist auch die einzige, die Kavallerie würde ich nochmal hier hinten hinsetzen wollen, so, dann werdet ihr nochmal die mittlere, ne, die können wir verschieben. Ich würde, naja, ich werde hier noch warten. Ich packe euch erstmal hier hin. Und da warte ich mal, was wir gerade haben. Alles, was sich bewegt. Ihr müsst laufen. Laufen. Und da hinten ist auch noch was. Hier. Lauft da mal hin. Laufen. Einfach mal hier so hin. So. Und jetzt mal wieder gucken. So, da haben wir natürlich ganz schön viel Spaß. Das heißt, ihr Jungs, weiter. Wir müssen da rum. So, das heißt für euch, nach vorne. So, Kanönchen mit Hönchen, nach vorne. Nach vorne. Munitionswagen General Heinrich nach vorne. Müssen ja Druck machen. Unterstützen, damit der da gleich läuft. Und die müssen flankieren. Attacke. Attacke. In der Hoffnung, dass er gleich was bricht. Weiter beschäftigen. Und wir müssen hier versuchen, von der Seite zu kommen. Mehr habe ich da nicht. Ne? Dann war es das. Kanonen. Bitte auf die Männer, genau. Da haben wir jetzt formiert, bilden eine Linie. Quasi. Hier schießt mal die kleinere Einheit da weg. Wir haben hier noch Reserve. Ich weiß noch nicht, ob ich die reinsetze. Ich warte noch. Und guck weiter. Ja, reicht bis hier. So, ich glaube, die laufen gleich. Sieht aus. Sie laufen. Auf die Kanone. Und jetzt auf die andere Kanone. Genau. Komm, folgen. So, wir versuchen jetzt da die Seite. Und ihr kommt von da, oder? In etwa. Obwohl, Kämpfer erstmal da. So, das sieht gut aus. Nachrücken. Ne, ihr beide nachrücken. 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 Kanonen nachrücken.
Ich liebe Nachrücken. Oh, jetzt brauchen wir langsam hier den Angriff. Männer. Laufen. So, ihr könnt da mal angreifen. Oh, da läuft was. Ihr zweites Korb nährt sich, ja. Das ist toll. Wir haben aber jetzt gerade hier Leute nach Hause geschickt. Das ist doof. So. Aber wir müssen sie irgendwie da seitlich wegschießen. So, Kanonen schnell auf die da. Der ist nämlich auch gerade. Irgendwie verliert er die Moral. So. So viel Zeit muss sein. Pause. So. Die Mitte ist doch stärker, als ich bedacht habe. Ich würde sagen, die schicken wir auch nochmal hier hin. Die können wir schnell laufen. Ach, da kommt schon die Verstärkung. Dann machen wir halbe halbe. Ihr könnt hier hin laufen. Und ihr, boah, lass mal hier hin laufen. Kanönchen mit Hühnchen. Schließ dich bitte mal hier an. Ihr kommt auch mal weiter. Und dann kriegt ihr auch einen Munitionswagen. Und dann sieht das auch schön aus. Kavallerie will ich auch wieder auf der linken Seite haben, da ich hoffe, dass wir die linke Seite durchbrechen. So, Camper, los. Dann müssen wir den gleich da mal wegkriegen. So, nachrücken. Da wird aber auch was sein, wahrscheinlich. Hügel will ich jetzt nicht haben. Ja, nicht blocken. Anna. So, Camper. Nahkampf. Na, die laufen, das ist fantastisch. So, und da laufen die nächsten wieder. Fantastisch. Kanone nachrücken. Kanone nachrücken. Munitionswagen. Heinrich nachrücken. Und wir haben die nächsten. Zack. Und die nächsten laufen. Jetzt geht's durch hier. Die Kanonen kommen gar nicht hinterher hier. Weiter. Ach, die ist auch da. Schön, dich zu sehen. Ihr wisst noch gar nicht, wohin, ne? Weiter voran. Ah, die Verstärkung links kann ich gebrauchen. So, jetzt haben wir hier die Position. Jetzt ziehen wir hier nach. Dicke. Und vertreiben die anderen. So, wo ist die Verstärkung? Hier, ihr kommt. Ich warte, dass ihr dahin lauft. Erstmal hier hin. Ein bisschen weiter in Deckung. Letzte Verstärkung ist eingetroffen. Ich habe eigentlich genug, also ich kann mich bisher nicht beklagen. So, weiter. Gleich weiter, wenn ihr schon Bewegung seid. Und weiter. Aber jetzt kann ich euch hier auch noch gebrauchen. Denn ihr seid jetzt hier die Linie.
hier gleich nachziehen. Wunderbar. Die sind gleich in Formation. 3,52. So, Kavallerie kommt schon mal hier nachrücken. Ich versuche... Komm, wir Mäuschen haben. Hierher. Ich weiß nicht, was noch kommt, ne? Dahin. Wir machen das hier nur mit Männern, ey. Nur mit Menschen. Menschliche Power. So. Attacke. Du, greif mal die an. Ihr beide, greift mal den an. Seid ihr in Formation? Mal dahin. Weiter. Ich will die von der Seite gleich haben. Weiter. Und dahin. Zack. Wenn ihr in Formation seid, greifen wir die linke an. So, die müssen ja quasi gleich laufen, hoffentlich. So. Ferrero, weiter vor. Kanonen will ich auch noch ein Stück vorsetzen hier. Wie sieht's aus, Paul? Kommst du mal nach? Oder die Munition? Ich weiß nicht, ob ich alle brauche. Ich pack einfach welche in der Nähe. Und das ist dann einfach so die Nachschub. Wenn wir die nicht brauchen, ist doch gut. Lieber habe ich zu viel als zu wenig. So, dann geht der Nahkampf. Sweeney! Sweeney! Attacke! Geht doch. Die laufen. Das heißt, ihr könnt dich wieder beschaffen, genau. Und weiter. Ab über dem Fluss. Über dem Fluss. Gut, da läuft gerade einer zurück. Ist nicht so schlimm. Jetzt kommen die da von der Seite. So! Mach kurz Pause. Da haben wir wieder immer noch die Kanonen. Noch mehr Kanonen. Ja, komm, stellt euch erstmal dahin. Bis ihr da seid, ist der Krieg vorbei. So, ihr habt jetzt schon... Hier kommt ihr drei. Einmal hier positionieren. So, hier. Einmal hier. Und dann sollte das uns gehören. Kavallerie. Komm mal von hinten. Weiter vor und halt, bist du irre? Oh, die sind zu weit gelaufen, verdammt. Dann rückt man nach, nachrücken und nachrücken. Auch du musst nachrücken. Oh, was haben wir da hinten alles? Dann holt ihr die. Und ihr holt euch die noch im Nahkampf. Das da was hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dann schlachten wir die nieder. Vielleicht nochmal Horst hier hin. Nahkämpfer nochmal ein Stück ran. Skirmish hat aufgegeben. Fantastisch. Komm mal zurück. So, ihr killt die. Kommt mal gleich wieder. Holt euch die da. Hallo, kommst du? So, alles rein da.
Schau an. So, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. So, hier hin, dahin und hier hin. So, nächster Skirmish hat aufgegeben. Stärken nachrücken. So, dann gehen wir hier auf Kavalleriejagd. Ah ja, hängt's noch so ein bisschen. Ziehen wir immer weiter zurück. Jetzt können wir hier mal reinmarschieren. Reinmarschieren, reinmarschieren. So, und die Kavallerie wird dann gleich im Flüchten den Weg abschneiden. Und ihr hier könnt mal ein bisschen seitlich gehen und hier den Typen da einen auf die Mütze geben. So, Kavallerie. Und weiter. Kämpfen da ja immer noch drin. Gibt's ja nicht. So, Kavallerie und Kavallerie. Nahkampf, Charge! So, komm. Jetzt haben wir hier noch Reserve, die brauchen wir gleich in der Mitte, glaube ich. Hierher. Reserve, dahin. In den Graben des Todes. Dann schießen wir sie da raus. Kavallerie zurück. So, wir haben sie zurückgeschickt. Los, Kavallerie. Finde ich sinnlos opfern. So, einfach raus da. Weiter verdrängen. Zurück. So, ihr schaut's. Oh, die haben sie aber kräftig zurückgeschlagen. So, nach vorne. Haben jetzt horrende Verluste, aber das war ja klar. Das war ja abzusehen, dass wir starke Verluste haben. Männer, ab in den Kampf. Wollt ihr ewig leben? Nein, also kämpft, Mensch. So, mit den vereinten Kanonen. Vorher auf die 300 da. So, ab auf die Insel, ja. Zack. Loomis, hinterher. Oh, wir wurden flankiert. Zurück. Er hat aufgegeben. So, sind wir drin? Weiter. Mit der bloßen Überzahl werden wir sie besiegen. Ich weiß, was rechts das Problem ist, habe ich zu spät gesehen. Nein, nicht unnötig kämpfen. Oh.
Hier, Fayakudi da. Jetzt musst du auch in den Kampf. Ah, auch zurückgeschlagen. Puh. Was jetzt da endlich? Diese Kanonen machen uns hier das Leben schwer. Da ich zu viel auf... Ich hätte, wenn ich auf Pause gemacht hätte, ich glaube, ich hier mehr Leute am Leben erhalten. Da ich aber gerade so viel auf einmal will, ist das noch ein bisschen problematisch. Weiter, wir müssen da rein. Sonst wird das da nicht weniger werden. Hier, alle Mann. Weiter, weiter. Gleich auch mit dieser Armee von Kanonen da. Ein Stück weiter. Und natürlich ein Munitionswagen. So. Die Kavallerie hat er schon eins mitgekriegt, aber es sollte mir reichen. So, einfach hier so am Fluss. Damit die ja nicht versuchen, hier noch weiterzukommen. So, haben wir von da noch... Oh ja, wir haben hier Reserve. Dann hierher mit der Reserve. Oh, Loomis. Schicken wir Loomis vor. Aber wir brauchen die Kanonen da in der Mitte. Aber hier noch mehr Kanonen? Was machen die? Hier können die nichts treffen. Weiter. Bombardieren sie nach Hause. Nach Washington. Da, wo sie hergekommen sind, sollen sie ja weg hier. Laufen wir so nach und nach weg. Noch ein Stückchen vor. Na komm, versuchen wir es hier nochmal. Einer bleibt hier drin auf jeden Fall. Du versuchst hier nochmal im Wald zu bleiben. Nicht, dass sie noch von der Seite kommen. It's magic. Jetzt laufen sie da. Hier rüber. Jetzt räumen wir sie hier seitlich weg. Und ich muss hier vereinzelt noch Einheiten lassen. Nicht, dass die mir eine Punkte einnehmen. Aber ich habe ja meine Einheiten überall verteilt. Noch Reserve. Die haben hier eindeutig noch genug Leute. Ich wollte jetzt bloß nicht alle gleichzeitig in den Tod schicken. So, hat sich aufgelöst. Du kannst dich da einstellen, mein Freund. Du kannst hier auch rüber. Oh, dann kannst du hier mehr Druck machen. So, schau an. Jetzt können wir hier schön in den Wald rein. Komm mal näher ran. Hier. Mal hier mit in den Wald. So viele Männer brauche ich ja gar nicht, ey.
die laufen. Die werden schön zusammengeschossen. Oh, wir haben Kanonen in der Reichweite. Wollt ihr eine Kanone brauchen? Oh, das war's schon. Wir hatten eigentlich noch Zeit, ich hab's gesehen. Ja, wir haben sie, glaube ich, mit unserer Überzahl überwältigt. Also wir haben sie ja sowas von fertig gemacht. Man hätte es vielleicht ein bisschen strategischer angehen können noch. Man hätte mehr auf Pause machen können. Und ich habe hier die rechte Seite hier zu spät erkannt, dass von dort Kanonenfeuer kommt. Ich habe ja hier, war ich ja beschäftigt. Und ja, die Verluste auf der rechten Seite hätten nicht sein gemusst, finde ich. Ja, 10.000 Mann Verluste. Habe ich mit gerechnet. Also allein im Text so, ja, hier, ne. Aber jetzt waren es doch weniger. Aber war noch über 30.000. Ja, doch. Nee, noch nicht mal. Na egal, wir haben sie schön dezimiert. Das war schön. Das hat echt Spaß gemacht. Sowas macht Laune. Schön immer in Überzahl alles platt machen. Oh nein. Ja, ihr seht es jetzt nicht. Ich glaube, ihr habt das letzte Bild vom Ladefenster, aber ich habe jetzt schon wieder eine Meldung. Es gibt ja sogar ein neues Fenster von Ultimate General Civil War, ein neuer Tab, der heißt Ups mit Ausrufezeichen. The Game Crashed. Wieso habe ich denn das Pech immer? Ich habe das schon zweimal jetzt gehabt, immer wenn ich aufnehme. Davor habe ich das nie gehabt. Naja, dann beenden wir das hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal zu sehen, mit der bloßen Übermacht der Grauröcke über den Blauen in den Arsch treten. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.